Nun am Wort Heidelinde Reiter von den Grünen Salzburg. Frau Ministerin und die Herren Minister, es ist nicht einfach, als vorletzte Rednerin hier noch irgendwelche neuen Aspekte oder neue Dinge hier in die Diskussion zu werfen. Ich möchte anmerken, dass ich der Regierung viel Glück und Erfolg wünsche in Anstrebung des neuen Stils des Regierens und der Zusammenarbeit. Wir in Salzburg versuchen ja gerade diesen Stil, einen neuen Stil der Zusammenarbeit mit der ÖVP in den letzten Jahren in der Regierung zu leben. Und ich glaube, dass auch mit sehr viel Erfolg und auch sehr viel Anerkennung und auch von Seiten des Wählers. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich hoffe, dass es der ÖVP auch mit diesem Partner gelingt, hier tatsächlich einen neuen Stil hier einzubringen. Was ich irgendwie schade finde, ist, dass Sie gleichzeitig als ÖVP offensichtlich Verdienste, die es ja auch schon vorher gegeben hat in der Regierung, überhaupt nicht mehr der Erwähnung wert finden. Wie zum Beispiel, dass es ja schon eine Steuerreform gegeben hat, die durchaus erheblich war 2016, ja, einen Gesamtrahmen von 4,4 Milliarden und auch ja, deutlichen Einkommensgewinn für viele Bevölkerungsgruppen, wenn auch nicht die Ärmsten, die nicht steuerpflichtig sind, hier durch den Rost gefallen sind. Aber dass dadurch ja das Land oder dass wir dadurch schon in Richtung 40% unterwegs sind, also das Regierungsprogramm ja da eigentlich hinter dem zurückbleibt, wo wir schon auf einer guten Spur sind oder auf einem richtigen Weg sind. Also ich glaube auch, besteht keine Notwendigkeit, denke ich mir, hier Dinge, die positiv gestaltet wurden in der letzten Regierungsperiode unter den Scheffel zu kehren. Ich wollte noch einmal, oder mein Vorredner hat es kurz erwähnt, darauf eingehen, dass ich es sehr begrüße, dass Josef Moser jetzt die Agenten der Verwaltungsreform, der Föderalismusreform übernommen hat oder übertragen bekommen hat. Ein Thema, das uns ja sicher auch im Bundesrat massiv beschäftigen wird. Für mich persönlich war das eines der wesentlichsten Punkte, überhaupt mich in Richtung Bundesrat sozusagen zu engagieren. Die Frage, wie kann es gelingen, den Föderalismus besser zu organisieren? Wie kann es gelingen, hier das effizienter, auch kostengünstiger bei mindestens so gutem Service für die Gemeinden, für die Länder und damit für die Bürger zu organisieren? Eine endlose Geschichte, wenn wir nur an den Österreich-Kongress denken. Die Vorschläge, die Expertenmeinungen liegen auf dem Tisch, also die sind bekannt und Moser ist natürlich der Experte hier, den man hier an Bord holen konnte und es ist zu hoffen, dass er in seiner Arbeit erfolgreich sein wird, wenngleich die Hoffnung dafür nicht allzu groß ist, weil er zwar das in seinem Ressort hat, aber weil die eigentlichen Kompetenzen ihm ja fehlen. Wenn ich denke an den wichtigen Bereich Gesundheit, wo es ja ein Milliardeneinsparungspotenzial angeblich gibt, wenn es hier gelingt, die ganzen Transferströme und so weiter zu entflechten, die Zuordnungen der Verwaltungen, der Verantwortungen zu klären, ist nicht sein Ressort. Desgleichen Bildung. Ja, auch im Bildungswesen kranken wir ja, wenn man die internationalen Zahlen anschaut, nicht primär daran, dass wir zu wenig Geld für die Bildung allgemein ausgeben, sondern dass zu wenig davon im Klassenzimmer und bei der konkreten Arbeit ankommt und dass es natürlich auch einen großen Wirrwarr gibt, wer jetzt nun tatsächlich die Elementarpädagogik finanziert und aus welchen Töpfen und ob da auch nächstes Jahr das Geld dafür da sein wird oder die in der Pflichtschulbildung und wo die Verantwortung tatsächlich liegt. Also, und auch das ist natürlich nicht sein Ressort. Und so hat auch schon Dr. Busjäger vom Föderalismusinstitut gemeint, er könne weiterhin nur anregen und sozusagen
Das hoffe ich nicht, dass es also dabei bleibt, dass er weiter einer der wichtigsten Ideengeber in diesem Bereich ist, sondern dass das zu einem Erfolg führt. Und ich hoffe auch, dass der Bundesrat hier sich entsprechend einbringt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Prinzip der Subsidiarität, was sich diese Bundesregierung ganz groß auf ihre Fahnen heftet, im Umgang mit der EU, auch im Umgang mit den Ländern und den Gemeinden hier oberstes Prinzip ist, dass hier auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird, verhandelt wird und dass alles, was in diese Richtung geschieht, nicht primär Zentralismus ist, sondern eben vom Geist der Subsidiarität getragen ist. Das heißt, die Verantwortung tatsächlich dorthin zu delegieren mit allen Möglichkeiten, wo sie am besten aufgehoben ist und wo tatsächlich sozusagen die Menschen vor Ort auch entsprechend diese Verantwortung wahrnehmen können und sie da entsprechend auch ermächtigt werden durch eben auch entsprechende Finanzen und so weiter. Denn da ist im Programm schon einiges ziemlich widersprüchlich, weil wenn ich mir anschaue, dass ÖVP und FPÖ sich vorgenommen haben, eben diesen Weg Grundsatzgesetzgebung Bund und Ausführungsgesetze Länder verlassen wollen, eben zugunsten eines anderen Prinzips, soll gerade die Mindestsicherung, diese Frage, so entsprechend durchgesetzt werden gegenüber den Ländern. Oder wenn Bundesdenkmalamt zum Beispiel neu aufgestellt werden soll, heißt das jetzt Verländerung, heißt das Zentralisierung dieser Agenten oder auch nur etwas wie die Übersiedlung des Umweltbundesamts nach Klosterneuburg. Soll das Verländerung sein oder was soll eine solche Maßnahme in dem Sinn darstellen? Also hier ist in vielen Bereichen sozusagen das Regierungsprogramm noch sehr widersprüchlich und auch erschöpft sich in sehr vielen Überschriften. Die Dinge, die im Finanzausgleich schon paktiert sind, aber sollen also weiter ausgebaut werden, die eben in diese Richtung gehen. Aber man muss sagen, dass die nicht so funktionieren, dass das nicht auch eine Drohung sein könnte. Zum Beispiel nehmen wir die Kleinkindbetreuung, also die Elementarpädagogik. Die Verordnungen sind nicht gekommen, sehr spät gekommen. Das wurde dann mit 15a-Vereinbarungen verlängert oder auf ein Jahr verlängert. Also die Gemeinden, für die ist es eine wirklich unerträgliche Situation, des Nichtplanbaren, des Nichtwissens, wie es nächstes oder übernächstes Jahr dann weitergehen soll. Also das kann es wirklich nicht sein. Oder eben, ja, aber es ist, was nicht gelungen ist, ist organisatorisch das auf klare Richtlinien und so weiter zu setzen. Oder zum Beispiel Pflegeregress. Ja? Das Geld ist ausgeblieben, das da aus diesem Titel doch in die Länder hätte fließen muss, meiner Meinung nach, und auch bei den Gemeinden ankommen muss. Also dieser ganze Bereich der Pflege, der Finanzierung, der Organisation dieses Bereiches ist also weggelassen. Aber auch ich glaube, dass hier massiver Handlungsbedarf für die nächsten Jahre und die nächste Zukunft besteht. Oder auch in diesem nur noch kurz dieses Problem der Reform der Arbeitslosenunterstützung, das heißt also die Notstandshilfe, die hier integriert werden soll. Was heißt das unter Umständen auch für die Länder und für die Gemeinden, also vor allem die Länder? Das sind ja nicht unwesentliche Zahlen. Ja, die Notstandshilfe ist ja jetzt gewährt worden als Versicherungsleistung bis zur Pension unter Umständen. Wenn die Menschen nun nach einem Jahr oder so in die Mindestsicherung fallen, wird die Finanzierung und so weiter dann bei den Ländern hängen bleiben. Ja? Also das ist eine massive Umstellung, eine massive Veränderung der Finanzierung auch dieses ganzen Sozialwesens. Und das sind ja nicht wenige Menschen. Im Jahr beantragen 350.000 Personen eine Notstandshilfe. Mit Verwandtschaft sind das 402, also mit Angehörigen sind das 420.000 Menschen. Ja?
Wie sind die jetzt bedroht sozusagen von der Aussicht, dann gleich in der Mindestsicherung zu landen, wo sie ihre Eigentumswohnung hergeben müssen, wo sie ihr Auto hergeben müssen, ihr ganzes Vermögen hergeben müssen, bevor es ihnen möglich ist, sozusagen Mindestsicherung zu bekommen? Und sozusagen zusätzlich für die Länder, wie soll das dann entsprechend auch finanziert werden? Also das halte ich für eine wirkliche massive Bedrohung, durch die Hintertür einführen eigentlich einer Hartz-IV-ähnlichen Lösung. Ich glaube, da besteht noch viel Diskussionsbedarf und viel Handlungsbedarf, hier bessere Lösungen zu finden als Hartz-IV in Deutschland, wo diese Lösung ja tatsächlich zu massiver Verarmung geführt hat, ganzer Stadtviertel, wo der Niedriglohnbereich sich auf ein Viertel... Ich bin nicht in Sippenhaft mit den deutschen Grünen, wo sich der Niedriglohnbereich von also ein Viertel schon des ganzen Bereiches betrifft. Bei uns sind es derzeit erst nur 14,8%. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist hier, und wir werden warten auf die detaillierteren Gesetzesvorschläge in diesem Bereich. Aber ich bitte Sie wirklich dringend hier in all dieser Debatte die Ärmsten der Armen und die aus diesem System herauszufallen drohen, im Blickfeld zu haben. Wir werden das sicher tun. Danke. Ein Thema, das bisher in der Debatte nicht aufgekommen ist, die Reform des Föderalismus. Das Thema werde den Bundesrat enorm beschäftigen, so Heidelinde Reiter von den Grünen Salzburg. Justizminister Josef Moser wird dafür ja verantwortlich sein. Er sei ein Experte in diesem Bereich. Reiter hoffe aber, dass die Subsidiarität oberstes Prinzip sei.